Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, hier zurück zum Planet Crafter. Wir werden heute mal in den Bunker schauen und da werden wir was ganz Interessantes feststellen. Das müsste der Bunker sein, der nämlich noch ein kleines Geheimnis in sich birgt. Und das werde ich euch heute zeigen, für alle die, die das wissen möchten. Gut, also... Ja, auch das hat sich hier ein bisschen verändert. Das war früher ein klein wenig anders, aber ist ja egal. Ist auf alle Fälle sehr schön geworden. So, Licht an. So, hier haben wir schon mal erstmal drei Schränke. Ja, ansonsten ist hier nicht viel, ne? So, dann gucken wir mal hier rein. Da haben wir ein Blümchen. Da haben wir ein bisschen, ja, nicht unbedingt weltbewegendes. Aber, seht ihr? Und das habe ich in meinem ersten, habe ich es nicht gesehen, weil ich zu nah dran stand. Ich dachte mir, einen Raum. Naja, gut, okay. Aber man hätte es sehen können an den Bügeln hier, dass es weitergeht, denn das ist nämlich hier nicht. Also ist es kein Viereck, sondern ein Gang. Ich war dann noch ein zweites Mal drin, irgendwann mal später aufgrund eines Tipps. Und das ist natürlich dann eine tolle Sache. So, das können wir mal derweil alles hier reintun. So, das können wir dann später holen. Und hier haben wir nämlich auch so einen Pflanzzüchter. Leider können wir den nicht abbauen. Das geht leider nicht. Und auch das nicht. Ne? Manches ist halt wirklich nur Deko. Und ich weiß gar nicht mehr, was hier drin war. Ah ja, okay. Gut, da haben wir auf alle Fälle erstmal eine Nachricht. Ich werde alles tun, um diesen Planeten zu verlassen. Ich musste tief graben, um die Ressourcen zum Bau einer Stadtrampe zu finden. Die Stürme sind in letzter Zeit seltener geworden. Ich muss einen großen Meteoritenkrater finden, um die Stadtrampe auf dessen Boden zu bauen, damit sie vor den Winden geschützt ist. Die Magnetfelder dieses Planeten sind völlig verrückt. So etwas habe ich noch nie zuvor gesehen. Ich verlasse diesen Unterschlupf einmal mehr in der Hoffnung, dass ich es schaffen werde. Iklas 3040. Tja, der ist wohl nicht zurückgekommen, sagen wir es mal so. Na, dann haben wir hier ein bisschen Zeug, Essen, Wasser. Ja, wieder ein Chip, das ist sehr gut. Ja. Und natürlich auch was zum Abbauen. Wunderbar. Gut, und damit sind wir dann auch schon durch hier. Wir können mal gucken. Hier können wir dann nichts mehr abbauen. Hier gibt es auch keine Wände oder irgendwas. Das ist es, ne? Aber sehr schön gemacht. Er hat das also hier ein bisschen in den Fels getrieben. Und sich hier mehr oder weniger gemütlich gemacht. Naja, was willst du machen, ne? So, würde ich sagen, wir bringen das mal zurück. Gehen nochmal runter, bauen den Schrank ab. Dann haben wir den Bunker nämlich auch. Und dann richten wir uns hier so langsam ein. Ja, am Ende weiß ich noch nicht genau, wie es aussehen wird. Wir werden jetzt auf alle Fälle nochmal rüberfliegen und vielleicht ein paar Ressourcen noch holen. Oder Wasser, Essen, also was in der Richtung Essen müsste ja drüben wieder fertig sein, dass wir dann hier ein bisschen was auf Vorrat haben. Ja, wobei im Moment haben wir ja nicht schlecht, ne? Ja, das muss hier auch nicht so bleiben, wie ich das jetzt gebaut habe, aber im Moment sieht das ganz okay aus. Und wir können natürlich die Chips hier mal noch drüben analysieren. So, dann machen wir hier noch einen Schrank. So, dann haben wir das. Ja, dann mache ich das gleich mal so hier. Okay, das kommt raus, das. Das kommt hier auch weg. Das kann so bleiben. So, das kommt hier mal rein. Okay. Gut. Sehr schön. Okay, dann nehme ich den Chip mit drüber. Wasser. Können wir eins trinken. Essen müssen wir mitbringen. Definitiv. Oder wir bauen drüben einen Züchter. Aber ich habe ja auch noch nicht richtig gebaut. Von daher warten wir es mal ab. Ja, müssen wir mal gucken, ne? Ich habe leider nicht das schöne Biom, was ich hier, das Wohnmodul, was ich gerne haben würde. Das habe ich leider noch nicht. Das kommt irgendwann. Wir haben es ja damals in der ersten Staffel ziemlich spät bekommen, weil das ja erst später implementiert wurde. Müssen wir einfach mal gucken, wann es kommt. Ne? Ja, jetzt werden wir auf alle Fälle den Chip freischalten. Ich werde Nahrung mit rüberbringen. Ich werde nochmal gucken, ob wir vielleicht auch den Wassersammler und die Rakete mit rübernehmen. Ja, wir haben ja ein bisschen Wasser, müssten wir noch da haben. Ich kann ja was in der Basis lassen, 5 Stück oder so. Und dann nehmen wir den Wassersammler mit rüber. Dann haben wir den hier schon mal. Finde ich eine gute Idee.
Ne? Denn das ist hier das Biom, wo ich gerne bleiben würde. Und von hier machen wir alle Ausflüge. Wenn wir den Teleporter haben, geht das dann schneller. Moment, werde ich dann gucken, lassen wir die Wege drin oder schneiden wir sie raus. Wenn wir es einmal gemacht haben, können wir es dann vielleicht rausnehmen. Ansonsten ist es ja trotzdem eine schöne Landschaft. Auch hier das Eisbiom ist echt toll. Ne? Da wollte ich gerne starten, das haben wir gemacht. Ist schon toll. So, und wir können übrigens mal schauen, was unsere Werte hier sagen. Der Sauerstoff läuft und läuft, die Wärme läuft und der Luftdruck läuft auch. Was wir nicht haben, ist Biomasse. Das sind eben diese Sprinkler, die wir bräuchten hier. Die haben wir nur die Möglichkeit dazu. Das andere wäre dann, ja, haben wir nicht. Gut, das wäre Wasser, Aluminium und Lirma-Samen. Können wir mal gucken. Lirma... Wasser braucht man 4 jetzt. 2, 3, 4. Und Magnesium haben wir bestimmt noch hier. Siehst du? So, haben wir das auch. Sehr schön. Na, da kommt da wieder ein bisschen Biomasse rein. Müsste zumindest. Genau, 0,38 ist nicht viel, aber ein bisschen was, ne? Und das andere steigt auch. Sehr gut. Okay, wir können mal hier reinschauen, was wir jetzt uns der Chip bringt. Der dritte GPS-Satellit. Mhm. Das ist natürlich eine tolle Sache. Ich weiß noch nicht, was wir brauchen dafür. Wir haben auf alle Fälle Triebwerke. Da haben wir drüben noch welche. Wir nehmen aber den ja eigentlich mit. Jetzt muss ich nochmal gucken. Jetzt habe ich das hier weggeräumt. Ne, das haben wir noch drin, ne? Ja, 333. Sehr gut. Okay, den Wassersammler, den würde ich auch abbauen, den nehmen wir auch mit, aber ich würde natürlich gerne das Wasser, was wir jetzt hier produziert haben, noch hier lassen. So, dann haben wir den nämlich auch drüben. Den Bohrer müssen wir normalerweise auch mitnehmen, brauche ich jetzt hier nicht mehr, ja. Ja, das können wir mal machen und wir haben den... Dings, da brauche ich noch den Mikrochip-Kompass, aber das ist kein Problem. Hätten wir da. Warte mal, was kostet der? Ein Silizium und ein Magnesium, ne? Ja. Warte mal, das nehme ich mal hier raus. Dann mache ich da nochmal einen. So, dann haben wir den Monitor drüben auch. Sehr gut. Das Wasser lasse ich da. Lasse ich 5 Stück da. Jawohl. Das Essen nehme ich mit. Sauerstoff lasse ich 2 da. Okay, dann haben wir das. Und einmal Nahrung. Und da gehe ich nochmal oben schauen, was die Nahrung hier sagt. Sind wir voll? Schlecht. Na komm. So, haben wir. Die kann erstmal weiter wachsen. Die werden wir dann hier etwas verringern, schätze ich mal. Ja. Okay, wir haben jetzt den Wassersammler. Wir haben die Rampe. Und ich habe jetzt leider keinen Platz mehr für den Extraktor. Aber gut, so ist es halt. Ist der schon voll wieder? Oh ja, müssen wir eigentlich erstmal leeren, ne? Das ist aber auch... Warte mal. Kann ich hier eine Kiste hinmachen? Schrank? Warum geht das nicht?
Okay, gut. Haben wir das? Sehr, sehr gut. Also so langsam läuft es und auch unsere Terraform geht voran. Aber wie gesagt, der Anfang war eben, dass wir es ein bisschen langsam machen. Ihr könnt mir ja gerne mal eure Meinung dazu schreiben, ob das so okay ist oder ob es euch zu langsam war, was euch gestört hat. Würde mich schon mal interessieren. Denn nur das bringt ja dieses Let's Play weiter, wenn man einfach dann, sag ich mal, bockig die Tür zuschlägt. Dann bringt das auch nichts. Ja? Müsst ihr einfach mal mit mir auch kommunizieren. Ich frage euch ja immer. Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr was habt. Macht keiner. Oder nur wenige. Ja? Manchmal ist es eine Frage, manchmal ein Lob, manchmal eine Kritik. Aber, wie gesagt, wenn es euch nicht gefällt, dann schreibt es ruhig rein, dann sagt, was das Problem ist und dann ändern wir das eventuell. Ja. Ja. Für mich mache ich das ja nicht, ich mache das für euch. So, da sind wir da. Okay, jetzt haben wir hier Platz? Jo, haben wir. Sehr gut. Gut, jetzt schaue ich mal hier drüben. Ein bisschen Platz habe ich noch. Dann werde ich nämlich jetzt hier die Rampe hinmachen. Ich hoffe, wir kriegen das so gebacken. Ja, ich denke, das sieht sehr gut aus. Okay. Gut. Startrampe. Die ist mir zu weit vorn. So. So gefällt mir das. Okay. So können wir das machen. Dann machen wir als nächstes den Wassersammler. Den haben wir hier. Ja, vielleicht müssen wir es nochmal umräumen später. Ja. Stellen wir erstmal hier hin. Sehr gut. Sehr schön. Dann haben wir das. Und ich hatte jetzt den gebaut, weil ich das brauche für... Für was brauchte ich das? Weiß es nicht mehr. Hier haben wir das endlich. Wir können... Sehr gut, wir können das Labor endlich bauen. Ja. Also jetzt machen wir es auch so. Was jetzt so hier erstmal hingepflanzt wird, das können wir auch wieder abreißen. Einfach, weil wir es erstmal brauchen. Und dann... können wir das später nochmal neu setzen, ne? Wofür habe ich denn den Mikrochip-Kompass? Habe ich doch bestimmt für die Rakete gemacht, ne? Für was war denn das? Wartet mal ganz kurz. Hier, für den Monitor. Sehr gut. Ja, der ist zwar jetzt hier unten. Oh wow, ist nicht dein Ernst. Aber wir haben zumindest schon mal den Blick hier drüber. Das funktioniert noch, das finde ich ja mal, das finde ich ja mal total interessant, dass das so noch funktioniert. Ja, hier haben wir unser, seht ihr, hier kommt auch schon das erste Wasser. Es war sehr gut, dass wir uns da entschieden haben, das wegzumachen. Das muss ich übrigens nochmal wegreißen hier. Ja, das Schiff ist nicht ganz klar sichtbar hier. Okay, komisch, ist aber so. Und hier das Eisbiom, ne? Hier haben wir auch schon das erste Wasser und ich glaube, das war auch, was wir gefunden haben, wo wir... Ne, das war das hier. Wir sind hier hoch. Und ich glaube, es war das hier, das erste Wasser. Hier ist auch jetzt schon Wasser. Ja. Und hier könnte auch schon Wasser sein. Wo sind wir denn jetzt? Wir sind hier. Ja, okay, dann wird bald
Der Wasserfall will laufen, aber gut, ist kein Problem. Können wir dann alles verschieben. So, jetzt interessiert mich natürlich eigentlich meine Gegend hier am meisten. Hier haben wir jetzt die Startrampe. Hier ist unser Wassersammler. Hier sind wir. Ja, das ist alles schöne Fläche so. Da waren wir auch gewesen. Das ist der abgestürzte Satellit. Das Gebiet haben wir auch soweit gesäubert, was so die Kisten angeht. Ja, müssen wir mal gucken, wie es hier weitergeht, ne? Ja, jetzt brauchen wir natürlich einen Lagerraum. Wir brauchen Labor, wir brauchen das andere Labor, wir brauchen dann noch diese Biodome und dann natürlich noch für die verschiedenen Tiere gewisse Sachen. Also sprich für die Fische und so, die Aquarien und alles. Ja, werden wir alles in die Wege leiten. Ja, ich sehe gerade, also so wie ich das sehe, brauchen wir eigentlich ein bisschen. Warte mal ganz kurz. Das ist das. Ja. Ja, ich fliege noch mal ganz schnell rüber. Ja, können wir jetzt nicht ändern. Ich versuche mal den Monitor drüben hinzusetzen. Für den Moment. Und ich nehme von drüben noch mal ein paar Sachen mit rüber. Die wir brauchen. So, unter anderem das restliche Schwefel vielleicht. Müssen wir mal gucken, ne? Ja, es ist schon gewaltig, wenn man sich das überlegt, ne, dass sowas dann hier auf dem Planeten kracht und trotzdem so halbwegs intakt bleibt, wenn man überlegt, was von so einem Flugzeug übrig bleibt. Aber wie gesagt, wenn man weiß, wie so das ein oder andere manchmal produziert ist, dann wunderst du dich sowieso, dass da irgendeiner ausgestiegen ist. Nehmen wir das beste Beispiel Auto, ne? Das ist nur Blech, was gut gepresst ist, aneinander geschweißt durch Schweißnähte oder Schweißpunkte. Und ja, dann hast du noch ein bisschen, klein wenig Versteifung drinne, aber man braucht sich manchmal nicht wundern, dass da keiner mehr aussteigt. Denn eigentlich ist es wie, als würdest du in einem Pappkarton sitzen, ne? Und mit 120 durch die Kante fahren. Also wenn man ganz ehrlich ist, ist es so, ne? Flugzeug ist auch nicht anders, wenn du dir das anguckst. Da sind noch ein paar Steifigkeiten mehr, weil dort die Kräfte einfach nochmal ein bisschen anders wirken, aber prinzipiell ist es nicht viel anders, ne? Ist schon so. So, wir gucken mal. Hier könnte man das nicht mehr hinmachen. Die Sachen könnte man dann auch mal. Ich bräuchte für den hier Superlegierung. Und da sieht es doch schon wieder enger aus, ne? Ja, da haben wir nichts mehr. Gut, also Strom ist erstmal nichts mehr. Gut. Okay, wir haben das Labor jetzt. Und wir haben auch das Biodom, das erste. Das ist schon mal sehr schön. Und ja, für das haben wir auch noch nichts. Gut, kein Problem. Ich wollte den Monitor nochmal hier vielleicht mit hinsetzen. Kriegt man das hier irgendwie? Ja, das sieht dann auch bescheiden aus, oder? Ich guck nochmal, ob wir hier noch so einen Tisch hinsetzen können. Aber den wollte ich ja eigentlich auch mal oben hinsetzen, ne? Wollte ich ja sowieso mal machen. So. Das ist schon der Hammer. Ja gut, dann ist es so. Ja. Es ist einfach unglaublich. So, ich muss jetzt mal gucken. Wir haben hier noch ein paar von denen, ne? Da haben wir noch das hier. New. Genau, 3, 3. 3. Dann brauche ich 6 davon und 3 davon. Habe ich noch Alu? Alu ist auch alle. Das ist aber auch. Ehrlich jetzt? Mensch, wir haben doch Alu geholt. Das haben wir jetzt drüben, ne? Aber das ist kein Problem. Dann nehme ich das mit rüber. So, was brauche ich noch? 6 davon. Kobalt. Ja, nehme ich mit. Jetzt gucke ich nochmal hier rein und dann nehme ich den Extraktor auch mit. Ich mach mal. Nee, nee, nee. So, 3, 3, 3. Das Titan nehme ich mit. So, 4, 6, die nehme ich auch mit. So, dann habe ich den nämlich auch drüben. Was habe ich denn jetzt noch am Platz hier? Gut, dann haben wir das schon mal.
Ja, am Ende könnte ich mir das drüben sehr gut vorstellen. Es würde natürlich alles jetzt ein bisschen leichter gehen, wenn ich jetzt hier genug Ressourcen hätte. Haben wir aber nicht. Und ich ziehe deswegen das Zeug einfach mal rüber, was wir haben. Es ist natürlich jetzt das Hauptaugenmerk auf weiteren Extraktoren, dass wir mehr an mehr Ressourcen kommen. Das ist natürlich jetzt ganz klar. Und ich möchte jetzt hier drüben unser kleines Reich errichten. Ja. Das kann sein, dass wir da nochmal ein bisschen umbauen, aber das geht ja dank des Bausystems hier wirklich schnell. Ja. Also in 10 Minuten kannst du hier schon sehr viel bewirken und umgebaut haben. Und das ist echt toll. Genau. Gut. Okay. Dann haben wir schon mal das. Wo ist er? Hier. Gut, okay. Dann haben wir jetzt kein Aluminium. Dann machen wir das jetzt mal mit den Dingern hier. Wo sind sie? Wo sind sie denn hin? Hier. Müssen wir das halt mit dem mal machen. Das bringt halt nicht viel, ne? Ach, das stört alles so. Okay. Sag mal, hier ist da gar nichts, was im Weg ist. Das ist aber auch ein bisschen... Hier? Da ist gar nichts. Der hat einmal dann den Fehler drin, das ist nicht so schön. Hier, der hat den Fehler drin. Wenn du auf der Dauerbau-Taste bleibst, hat er da den Fehler. Wie viel brauchst du denn noch? Das ist aber auch... ja, wir werden gleich mal gucken gehen. Wie liegt man denn in der Zeit? 25 Minuten. Ich baue jetzt mal hier noch das Eisen. Das haben wir jetzt aufgebraucht. Gut, wir gehen jetzt mal in die standardmäßige Superlegierungshöhle und schauen dort mal, was wir dort finden. So, ich mache noch einen Schrank. Okay, ich nehme ein Essen mit. Und ein Sauerstoff und ein Wasser. Gut. Dann schauen wir mal in die Höhle, was wir dort noch finden. Und wir müssen nochmal runter in den Bunker. Den Rest holen. Das machen wir auf dem Rückweg. Ich weiß nicht, was da rumliegt in der Höhle. Wir schauen es uns einfach mal an. Dann wäre hier hinten der Sandfall das nächste. Das Schwefelgebiet. Also das sind die Standardgebiete, ne? Ich weiß nicht, was wir an Vorkommen da haben. Wir müssen einfach gucken. Und hier sieht es auch sehr imposant aus, ne? Die Schiffsbrücke da. Echt cool. Hier ist eine Kiste. Tja, Haufen Pflanzen. Wollen wir uns das Eisen? Wieder so ein Eisenspot hier. Das hätte man ja mal wissen müssen, ne? Noch eine Kiste. Titan ist gut. Ich weiß ja gar nicht, ob hier oben noch was war. Das müsste man dann nochmal schauen. Und hier geht es natürlich dann in das Geheimnis. Wie gesagt, haben sich was sehr Schönes ausgeknubbelt. Okay, gehen wir erstmal zurück. Gut, würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Hier werden wir uns jetzt aufbauen mit unserer Basis. Hier möchte ich gerne bleiben. Und ja, so ein paar Ideen habe ich. Mir fehlt natürlich noch das eine oder andere. Mir fehlt eigentlich nur ein
Noch einmal, dass wir hier so eine dieses Wohnmodul haben, aber das wird auch mit der Zeit kommen, ne? Gut, dann bedanke ich mich. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.